Habt ihr euch eigentlich schon mal gefragt, wie eine Route oder ein Boot zu seiner Bewertung kommt? Wie der Schrauber oder der Erstbegeher sagen kann, okay, die Züge haben die Schwierigkeit und deswegen hat die Route diese Schwierigkeit? Falls ja, dann bleibt dran, denn das möchte ich in diesem Video mit euch klären. Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von grundkursbouldern.de. Wobei dieses Video jetzt gar nicht mal nur für Boulderer interessant ist, denn die Frage nach der Schwierigkeit interessiert natürlich auch Seilkletterer, also Sportkletterer. Und praktischerweise, ihr hört es im Hintergrund schon, hier wird geschraubt, haben wir in der Nordwand gerade die Vorbereitung für den Lead to the Top Wettkampf, der am Wochenende stattfinden wird, also einen Tag bevor das Video rauskommt. Und das passt deshalb so gut, weil wir bei diesem Wettkampf sehr darauf achten müssen, dass die Routen genau die Schwierigkeit haben, um die Wettkampfteilnehmer zu fordern. Die Möglichkeit, das abzuschätzen, haben wir deshalb, weil alle Teilnehmer bei ihrer Anmeldung zum Wettkampf angeben mussten, welchen On-Site-Grad sie klettern, also welchen Schwierigkeitsgrad sie lösen können, ohne die Route vorher schon mal probiert zu haben. Die Herausforderung für die Routenbauer, von denen ihr einen gerade sogar hinter mir an der Wand hängen sehen könnt, ist es jetzt natürlich, Routen bereitzustellen, die eben diesen Grad abdecken, um die entsprechende Herausforderung zu bieten. Und mit ein paar von diesen Leuten möchte ich heute mal reden, damit sie euch verraten können, wie sie das eigentlich machen. Ich werde auch selbst nochmal aus dem Nähkästchen plaudern, denn ich selbst bin ja auch als Boulderschrauber unterwegs. Na dann, Philipp, erzähl mal, wie kommst du zum richtigen Schwierigkeitsgrad? Gute Frage. Viel vergleichen mit vorherigen Zügen aus vorherigen Routen, die so schwer waren auf jeden Fall. Jetzt versuche ich immer mir einzelne Züge, die zusammen dann eine flüssige Route geben und dann eben so schwer sind wie schon mal, wenn ich irgendwie eine Route geklettert bin in dem Bereich. Und dann probiere ich mein Bestes und wenn es zu leicht ist, schraube ich es dann ein bisschen schwerer, die einzelnen Züge, wenn es zu schwer ist, ein bisschen leichter. Wie ich unten aus dem Zug rauskomme, aus dem Hook, hier ankomme, Spitzstelle mit rechts und ob man sich dann hier reinfallen lassen kann, indem man unten Fuß dreht. Ja, wie ist es mit der Auswahl der Griffe? Kannst du da vielleicht was zu sagen, wie das ist? Ja, je nach Griffset, was mir mein Schrauberchef sozusagen rausgesucht hat, im Vergleich zur Neigung versuche ich natürlich bei höherer Neigung oder stärkerer Neigung, wie dann da oben kommt, mir die etwas besseren Griffe für aufzuheben und hier unten dann die etwas sloperischen, wobei bei einer neuen alles schwer wird. Mal so als kleine Einleitung zum Thema Schwierigkeitsgrade. Also da gibt es unterschiedlichste Systeme weltweit, die sich auch unabhängig voneinander entwickelt haben. Aber eins haben die alle gemeinsam, die kommen nämlich eigentlich vom Draußenklettern am Fels. Denn das Klettern in der Halle ist ja eigentlich noch eine relativ neue Entwicklung und das wurde einfach mitgenommen. Und grundsätzlich ist diesem System allen gemein, dass jeder ein Mitspracherecht hat. Das ist nämlich eine demokratische Sache. Also wenn einer eine Route als erster begeht, dann hat er die Möglichkeit, einen Gradvorschlag zu machen. Und alle anderen, die später nachkommen, können natürlich auch sagen, ja okay, das stimmt so oder das stimmt vielleicht nicht, es ist vielleicht leichter oder schwerer. Das in die Halle zu übertragen, ist manchmal gar nicht so einfach. Allerdings gibt es auch da Möglichkeiten. Zum Beispiel hier in der Nordwand haben wir so ein Feedback-System. Jede neue Route bekommt einen Zettel, den zeige ich euch mal kurz. Der sieht dann so aus. Und da steht dann drauf, wie die Route heißt, wann sie geschraubt wurde, was der Gradvorschlag des Schraubers ist, aber auch Bewertungen von Leuten, die geklettert haben. Und sieht man hier, 99 minus ist der Vorschlag und die Leute sind sich einig, diese 2, 3, die bis jetzt abgegeben haben, 9 minus, 9 kommt hin. Und was man auch noch hat, ist ganz interessant, so viel zum Thema Objektiv, ne? 2 Leute finden die Route Spitzenklasse, 2 sagen, naja, nicht so pralle. Und das ist vielleicht noch das demokratischste System, was man in der Halle finden kann, nämlich dass jeder, der die Route geklettert hat oder vielleicht auch nicht geschafft hat, selbst sagen kann, was er davon hält. Und am Ende ist es hier so, dass wenn da diese Feedback-Zettel eine Weile gehangen haben, wir als Halle schauen, okay, das ist das Feedback, der Schrauber hat gesagt, das ist die Schwierigkeit, die Kunden haben gesagt, das ist die und die und dann nehmen wir den Mittelwert und wissen, okay, das wird ungefähr der Schwierigkeitsgrad sein, den diese Route tatsächlich hat. Falk, Route fertig, wa? Ja. Zufrieden? Passt.
Was sagst du, ist es, ich glaube, es sollte 7 plus werden, ist 7, ich denke mal 7 ist es geworden. Relativ technisch, fingerlastig, ja. Kopflastig, also für jeden was dabei. Das klingt sehr gut. Und wie machst du es, wenn du sagst, wenn ich sage, okay, du sollst jetzt eine 7 oder 7 plus schrauben, wie gehst du bei der ganzen Sache? Ja gut, je schwerer die sein soll, umso komplexer ist das Ganze. Ja. Umso komplexere Bewegungen bin ich rein. Sagen wir mal, ab einer 6 ist schon mal ein Hook drin, leichter. Ab einer 7 ist dann schon zwingend. Ja. Und oberer 7. Grad ist ein Hook an einer ganz kleinen Leiste oder so durchaus mal drin. Also je technischer, umso schwerer ist es für mich. Mhm. Zumindest ist es Ziel bei mir. Was jetzt? Gibt es Sachen, wo du sagen würdest, okay, das kann ich auf gar keinen Fall in einer leichten Route machen? Na, sagen wir mal so, in einer leichten Route hast du große Tritte, große Griffe. Da brauchst du die Technik dann nicht, weil es ist dann, sagen wir mal, eine 3 ist eine Leiter, wo du mal einen Griff so und einen Griff so hast. Bei einer 4 kannst du schon mal einen leichten Kreuzer reinbringen. Bei einer 5 muss man schon mal aufstehen, ohne dass man die Hände belastet, und das macht es dann eben aus. Aber dann muss man auch gucken, wie die Kletterer, die in dem Grad zu Hause sind, das Ganze eben realisieren. Mhm. Also musst du eben viel beobachten. Also, du hattest ja jetzt den Spaß, hier das Finale schrauben zu dürfen, Männer und Frauen. Mhm. Und das ist ja schon zackig. Also 10. Grad, glaube ich, 10 Minus, irgend sowas, André. Eigentlich soll es 9 Plus werden, aber vielleicht lasse ich es, ich weiß noch nicht. Ja, wie ist das? Ist das jetzt der Grad, den du mal locker wegkletterst? Nö, durchkletter ich das nicht. Und hau ich auch nicht. Das ist ja die spannende Frage, wie macht man das? Wie macht man das, dass man eine Route schraubt, die eigentlich schon über dem eigenen Niveau liegt? Ja, da gibt es ja mehrere Ansätze. Man kann, sag ich mal, das mit guten Griffen klettern und macht dann Griffe einfach schlechter. Oder die dritte. Oder beides. Oder man versucht sich einfach vorzustellen, wie fühlt sich das an, wie geht's? Geht's vielleicht gerade so? Also man muss es schon irgendwie ausprobieren. Ich schraube das mal auf Sicht rein und dann hänge ich mich in die Route und probiere, drehe, mache größer, kleiner, je nachdem. Ja, wie es sich anfühlt. Hast du irgendwas, wo du sagen würdest, das sind so Techniken oder Elemente, die in der Route nicht in bestimmten Graden vorkommen dürfen oder die in bestimmten Graden vielleicht sogar vorkommen müssen? Ich hatte tatsächlich mal sogar eine Tabelle angefangen, um das mal irgendwie aufzunehmen, also was, in welchem Grad, welcher Tritt oder was, wo kann ich erwarten, dass man eine Wand antreten kann. Aber es ist schwierig, es ist wirklich schwierig und komplex, weil die Größe des Tritts hängt ja auch wieder von der Größe des Griffs ab. Also das da wirklich in, sag ich mal, wirklich einen Algorithmus oder irgendwas reinzupacken, ist nicht möglich. Also ich sitze jetzt schon vor dem Bereich, der mein Metier ist quasi. Ich bin ja Boulderschrauber und deswegen im Boulderbereich unterwegs. Und meine Herangehensweise ist eigentlich fast komplett gefühlsbasiert. Das heißt, ich habe eine Vorstellung davon, wie sich ein Boulder in einer gewissen Schwierigkeit anfühlen muss. Und wenn ich dann einen geschraubt habe, kann ich den testen, kann die eigenen Züge testen und weiß dann, okay, das habe ich jetzt getroffen oder nicht getroffen. Wobei natürlich das kein definitiver Grad ist, sondern das ist eher so ein gewisser Spielraum, sage ich mal. Wir haben da halt verschiedene Farben, die geben eine Schwierigkeit an, wobei das halt eben ein ganzes Spektrum gleich ist. Also das ist jetzt nicht, dass ein Boulder eine 6A ist oder eine 6B, sondern es kann halt sein, dass ein Boulder dieser einen Farbe, dieser Zettelfarbe, die wir haben, eben von mir aus 6A, 6B oder 6C sein kann. Deswegen muss ich da gar nicht so präzise sein. Man muss als Schrauber natürlich auch im Hinterkopf behalten, was man selbst gut kann. Also es ist schon wichtig, sich da selbst einzuschätzen. Ich zum Beispiel bin nicht so gut bei dynamischen Zügen. Das heißt, wenn ich mal einen dynamischen Boulder schraube, dann werde ich den automatisch leichter bewerten, als er mir persönlich fällt. Anders ist es dagegen, wenn ich zum Beispiel einen schulterlastigen Boulder schraube. Da habe ich meine Stärken und eine Tendenz dazu, Boulder vielleicht zu leicht einzuschätzen. Im Endeffekt habe ich natürlich immer die Möglichkeit, mir auch nochmal Feedback von anderen Leuten zu holen. Das können andere Kletterer sein, das können natürlich auch andere Schrauber sein, wenn ich selbst nicht wirklich weiß, wie ich den Boulder einschätzen soll. Und dann kommt man meistens schon dahin, dass man ein recht objektives Ergebnis bekommt. Zumindest objektiv für die Halle. Dann muss man auch sagen, das, was in der einen Halle vielleicht als leicht angesehen wird, weil man es gewohnt ist, wird in der anderen Halle vielleicht als super schwer angesehen. Tja, dann hoffe ich mal, dass ihr jetzt ein kleines bisschen schlauer seid, wie das genau mit den Geraden funktioniert und vielleicht auch mitnehmen könnt, dass gerade gar nicht so wichtig sein müssen, dass ihr euch nicht zu sehr an diesen Geraden aufhängen solltet. Das ist halt eine sehr, sehr subjektive Sache und das, was dem einen taugt, ist für den anderen super schwer. Das heißt, wenn ihr mal eine Boulder oder eine Route nicht auf Anhieb schafft, da wird noch geschraubt,
die ihr theoretisch eigentlich schaffen solltet von der Schwierigkeit her, dann seid da nicht zu frustriert drüber. Das kann halt sein, dass es euch einfach nicht liegt. Dann arbeitet daran. Das ist eine Möglichkeit, besser zu werden. Und damit würde ich mich dann auch aus der Nordwand Erfurt verabschieden. Ich habe hier noch ein bisschen was zu tun. Wünsche euch einen schönen Tag, viel Spaß beim Klettern und natürlich wie immer maximalen Grip.